Muslims today are looking for heroes. They're looking at comic books. They're looking at Western presidents and prime ministers and kings to be their heroes. What happened to our real heroes? The German king, Wilhelm II, said, "I've met many monarchs and rulers in my life and have found them all to be my inferiors, or at best my equals. But when I entered the presence of Abdul Hamid, I began to tremble. He is such a hero, the most important hero in the last 100 years that we must remember, who stood up against the whole world for 33 years alone, defending the rights of every Muslim from east to west and north and south." Die kirgisischen Menschen, die Tscherkes, waren wirklich faszinierend. Sie kamen in osmanischen Domänen und Sultan Abdul Hamids Mutter war Tscherkes, eine Kirgisin. Sie starb, als er 11 Jahre alt war. Und seine Stiefmutter, die keine Kinder haben konnte, war ebenfalls kirgisisch. Und sie kümmerte sich gut um ihn und hat ihm den größten Teil seiner Bildung gegeben. Und es ist eine interessante Geschichte, als Abdul Hamid jung war, denn er war kein religiöses Kind. Er war ein sehr freches Kind. Er wurde religiös, als er älter wurde. Der Sultan Abdul Hamid له صفات من صفات الهدوء التام وكان قد ورثه عن زوج أبيه فأبوه بعد وفاة أمه تزوج امرأة هذه المرأة توفيت أم السلطان حميد وعمره 11 سنة فرعته زوج أبيه رعاية بالغة وحنت عليه فأحب حبا جما حتى أنه عندما تولى السلطنة سماها بالسلطانة لم يجعل زوجه هي السلطانة كما جرت العادة جعل زوج أمه هي السلطانة لكنه قال لها بكل حزم قال لها يا أمه أنت الآن سلطانة لكن لا أسمح لك أبدا بحزم وبقوة بتدخلي في شؤون القصر بأي حال من الأحوال. ist das Jahr der drei Sultane. Was das bedeutet, ist, dass Sultan Abdul Aziz, welcher der Onkel von Sultan Abdul Hamid war, abgesetzt wurde. Er wurde von der Macht befreit. Und der Grund, warum er von der Macht entfernt wurde, ist der, weil sie ein konstitutionelles Kalifat wollten. Dies ist eine einzigartige Idee, ein Kalifatsystem zu haben, das verfassungsverhalten ist. Und sie wollten ein Parlament. Und was sie tat, war, dass sie anfangs Abdul Aziz von der Macht entfernten und Murad an die Macht brachten, um der konstitutionelle Kalif zu sein. Die Legende sagt, dass Abdul Aziz sich selbst umgebracht hat nach der Absetzung. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dies getan hat. Und zwar aus dem Grund, dass seine beiden Handgelenke aufgeschlitzt wurden. Also besteht die Möglichkeit, dass er wahrscheinlich ermordet wurde, weil er sich die Idee widersetzte, eine Verfassung im Kalifat zu haben, worin er der absolute Sultan sein wollte. Das war die Herausforderung. Wie können wir ein System haben, in dem wir den Kalifen von der Macht entfernen können? Und was sie wollten, war ein Dokument, eine Verfassung zu der Erklärung der Gesellschaft, was die Rolle und Aufgabe des Kalifen in Bezug auf die Gesellschaft und in Bezug auf die Scharia war, das haben sie versucht zu institutionalisieren. Sie haben eine Verfassung mit dem konstitutionellen Kalifat darunter. Und dann wurde das Kalifat und seine Bedeutung sehr kontrovers, weil die Leute gesagt haben, im Koran steht, gehorche Allah und gehorche den Gesandten und gehorche den Autoritäten unter euch. Deshalb, wie kann man einen Kalifen bekommen und ihn unter eine Verfassung stellen? Wie ist das überhaupt möglich? Genau das war das System, was sie wollten und anstrebten. Und sie haben diesen bekommen. Und dann entstand für sie eine Situation, weil sie sagten, die Gesellschaft ist nicht reif dafür. Die Meinung der Öffentlichkeit war zum ersten Mal wichtig. In der Vergangenheit war es wichtig, aber sie hatten Vertreter für sie, die ausreichend waren, ihre Interessen zu schützen. Jetzt mit Zeitungen und so weiter gibt es eine engere Bindung zwischen denen, die regieren und jenen, die regiert werden. Tatsächlich ist das, was ihr seht, der wirkliche Zeitgeist in dieser Zeit. Und zwar, dass sich alles schnell verändert. Die Welt wird kleiner und sie versuchen, sich zu zentralisieren.
Abdulaziz ist tot. Murad kommt an die Macht und dann wird Murad verrückt. Er verliert seinen Verstand ein paar Monate später. Dann wählen sie Abdulhamid II. Die Akademischen damals sagten, Abdulhamid war gegen die Verfassung. Das ist nicht unbedingt wahr. Wenn wir die Informationen sehen, hat Abdulhamid tatsächlich kein Problem gegen die Verfassung. Er dachte nur, dass die Menschen nicht bereit sind. Also gab es eine unterschiedliche Meinung. Eines der größten Probleme, die sie hatten, war die Rolle von Nichtmuslimen im osmanischen Parlament. Können wir Nichtmuslime im osmanischen Parlament haben oder nicht? Das Parlament wurde wie ein Rat. Und sollten Nichtmuslime das gleiche Meinungsgewicht haben wie die Muslime? Es wurde in diesem Augenblick zu einem kontinuierlichen Thema. Einige Ulama sagten nein, Nichtmuslime können nicht im osmanischen Parlament sein. Und andere Ulama sagten, dass sie es sein können. Es ist kein Problem. Einige Ulama gingen so weit und sagten, dass Nichtmuslime Großvisiere sein könnten. Aber wir werden das nicht zulassen, weil es eine muslimische Einrichtung ist. Und das kann für manche ungewöhnlich klingen. Aber versteht, wie die Domänen sind. Es ist eine multiethnische Domäne. Von Bosnien über Kairo, über den Jemen nach Anatolien. Es ist riesig. Und es gibt viele Nichtmuslime. Und das Argument, das gemacht wurde, dass wir auf die Meinungen von Nichtmuslimen hören sollten, in Bezug auf ihre Gemeinschaften. Und wir sollten auf die Meinungen von Nichtmuslimen zu ihren Ideen hören, weil sie dem, wo sie leben, loyal sind. Und der Kalif muss Muslim sein. Und offenbar muss der Sheikhul Islam Muslim sein. Und der Kommandant der Armee muss Muslim sein. Aber der Großvezier hätte Muslim sein können. Sie sagten, wir werden das nicht zulassen. So eröffnen sie das Parlament. Sie gehen gegen Russland in den Krieg und Abdulhamid sagt, dieses Parlament hat Chaos erschaffen. Es hat nichts als Chaos für mich geschaffen. Ich konnte keine Entscheidungen treffen. Und was ihr jetzt seht, sind zwei Entscheidungsprozesse. Der erste Entscheidungsprozess, die Ideen sind, einen starken Führer zu haben. Das Geld stoppt bei diesem Entscheider und sie treffen alle Entscheidungen. Die zweite Idee ist, ein Parlament zu haben und es gibt mehr Entscheidungsträger im Parlament. Welches System funktioniert? Die Ulama kommen zu dem Schluss, dass beide möglich sind. So, jetzt beginnt ihr eine Verschiebung zu sehen, die in der Geschichte stattfindet. Rückwärts und vorwärts im Hinblick, welche Art von politischem System sie wollen. 1978 sagt Abdulhamid, auf Wiedersehen, ich bin raus, ich bin fertig mit diesem. Und so ist das Verfassungsexperiment vorbei. Worauf Abdulhamid konzentriert war, als er die Macht übernahm, ist das, was sie Pan-Islam nennen. Tatsächlich benutzen wir Muslime das Wort Ihtiyat Islamia, die islamische Einheit. Aber Pan-Islam wurde zu einem belasteten Begriff, politischer Islam. Und Abdulhamid verwendet pan-islamische Politik auf die Weise, sodass Abdulhamid einen Aufruf auf die Ihtiyat-Einheit macht. Und so fokussierte seine Politik auf eine physikalische Manifestation des Islam, die innerhalb der osmanischen Domäne zu sehen ist. Sultan Abdulhamid hatte ein interessantes Problem, weil er eine Menge vom Balkan an die Russen verloren hat und also nur die Türkei und die arabischen Provinzen übrig blieben. Was er tat ist, dass er diese Situation von Umma hatte. Wie funktionierte die Umma? Und du hast die Umma, muslimische Politik mit Ländern, die gerade verloren gegangen sind, aber vorher innerhalb der osmanischen Domänen waren. Was mache ich jetzt? Was ihr in diesem Zeitraum seht, ist, dass auch die Idee von Umma im Denken der Osmanen kompliziert zu werden beginnt. Hat Abdulhamid als Kalif eine Gerichtsbarkeit oder Berechtigung? Kann er Muslimen außerhalb der Domänen helfen? Und was sollte seine Hilfe sein? Die interessante Frage ist, was ist die Anforderung für Muslime außerhalb des Osmanischen Reichs? So die Muslime in Indien. Was können sie verlangen vom Kalifen, unter dem sie nicht leben? Können sie von ihm alles Mögliche fordern? Und wenn er es ihnen nicht gibt, ist er dann ein schlechter Kalif? So wurden die Muslime in Indien von den Briten kolonisiert und sie wollten, dass Abdulhamid eine Armee zusendet, um sie, die Briten, zu zerschlagen. Er sagte, ich kann dies nicht tun, weil meine Armee nicht stark genug ist. Die osmanische Domäne ist wirklich groß und ich muss durch den Iran kommen. Wie soll das nur funktionieren? Aber ich kann euch Geld schicken. Was hier geschieht, ist, dass die Muslime von heute beginnen, die moderne Moralität zu benutzen, um die Vergangenheit zu beurteilen. Sie werden sagen, das war inakzeptabel. Warum konnte er das nicht tun? Aber hier ist die Komplexität. Die osmanischen Domänen bewegen sich, schrumpfen. Und er muss den Sinn dahinter verstehen, was das alles bedeutet. K-
كان أيضا ومن العجائب أنه في الصين قد افتتح معهدا حميد يسمى المعهد الإسلامي الحميدي نسبة إليه في الصين. ولما افتتح ذلك المعهد وجاء الصينيون ليحتفلوا بكوا من لأنهم كانوا يجتمعون في قلوبهم مع السلطان العثماني والخليفة العثماني، كان خليفة عاما للمسلمين وكانت قلوب المسلمين معه وتحبه وتؤيده وتشد من أزره. إذن الجامعة الإسلامية كانت هاجسا كبيرا عنده، وكان يرسل المشايخ الإسلام وعلماء المسلمين إلى الأكراد ليهدئهم ويسكن من ثائرتهم باسم الإسلام. وكان يعمل شيء نفسه في ولايات الدولة العثمانية العربية وغير العربية، وكان يقرب إليه مشايخ وعلماء من الدول العربية وغيرها، كل ذلك يريد ما يسمى بالجامعة الإسلامية. وكان يقول إن القوة الحقيقية للدولة العثمانية تكمن في الجامعة الإسلامية، وأنه بالإسلام يجتمع المسلمون وسيكونون يوما ما قوة تضرب رقاب الكفار وتطردهم من بلادها. يعني كان دائما يحلم بهذه الجامعة الإسلامية في وقت كانت القوميات قد انتشرت في الدولة العثمانية انتشارا في الحقيقة انتشارا هائلا جدا. Im internen Bereich bringt er zuerst eine neue Bildungspolitik ein. Abdülhamid fühlte, dass die Madrasa nicht mehr ausreichend war, Muslimen, die andere Fächer neben Religionswissenschaften studieren möchten, eine Bildung zu geben. Während in der Vergangenheit die Madrasa ausreichend war, um Mathe, Wissenschaft und so weiter zu unterrichten. Mit dem 19. Jahrhundert waren Maschinenbau, Übersetzungen und solche Themen für die Madrasa sehr schwierig zu behandeln. So ging die Madrasa auch durch einen Wandel. Du hast also eine Politik, die neue moderne Schulen am Bauen war. Reformiere die Madrasa oder behalte die Madrasa und baue neue Schulen neben ihnen. Er konnte die Madrasa nicht abschaffen. Offensichtlich, das würde er nie tun. Und er konnte die Madrasa nicht reformieren. Denn wenn er sie reformieren würde, würden viele konservative Ulama sagen, fass es nicht an, es hat nichts mit dir zu tun. Weil der osmanische Staat die Madrasas nicht zahlt. Sie wurden von den Gemeinschaften und Gesellschaften bezahlt. Denn das Argument ist, dass die Madrasa immer unabhängig von Macht sein sollte. Denn wenn es nicht so ist, dann kann die Madrasa mit der Macht manipuliert werden. Die Menschen stellen sich immer die Frage, warum die Osmanen die Menschen nicht besteuert haben, um das Geld steigern zu lassen. Der Grund, warum sie keine Steuern erheben konnten, war, weil die Ulama sagten, dass sie Menschen so nicht besteuern können, es sei unfair. Weil Menschen sich beschweren werden, dass sie Muslime sind und die Nicht-Muslime fragen werden, warum sie so hoch besteuert werden. Was besteuert ihr uns? Woher bekommt ihr das Geld? Und die Zakat war nicht ausreichend, deshalb waren sie in einem kleinen Zwang. Sie mussten das Militär und andere Dinge reformieren. Aber wie könnten sie sich das leisten? كان السلطان عبد الحميد قد تولى وتركة الدولة ثقيلة إلى الغاية، وورث هذه المسألة ورث ديونا هائلة تقدر ب 52 و200 مليون ليرة عثمانية ذهبا، وهي اليوم تقدر بمئات البلايين من الجنيهات الاسترلينية، مبلغ ضخم جدا من الديون. استطاع عبد الحميد بدهائه وذكائه وعدم إسرافه، وكانت صفة واضحة فيه، استطاع أن يخفض هذه الديون إلى العشر تقريبا لتكون 30 مليون ليرة ذهبية عثمانية عندما قام الانقلاب عليه بعد أكثر من 30 سنة. Versteht das? Als der Westen seine neuen technologischen Werkzeuge erschuf, machten sie es mit der Hilfe des Kolonialismus. Sie gingen an Orte, nahmen und beraubten Dinge, verdienten Geld und bauten. Aber die Osmanen konnten so etwas nicht tun. Als die Briten Züge konstruierten, haben sie keine Züge gebaut, um Menschen damit zu befördern, damit sie eine wunderbare Zeit in Indien haben können. Sie förderten damit Soldaten, sie förderten damit Ressourcen. Das war ihre Denkweise. Deshalb werden wir Züge bauen und uns schneller bewegen. Wenn du neue Waffen entwickelst, ist der Grund, warum du neue Waffen entwickelst, um Menschen schneller zu eliminieren. Also fingen sie an, neue Waffen zu bauen. Die Osmanen hatten nicht diese Denkweise, weil sie die Welt nicht so sahen. Die Hauptideen für die Osmanen zu der Zeit war die Idee der Gerechtigkeit. Sie haben nicht an die Kolonialisierung von Menschen gedacht. Sie dachten an Gerechtigkeit. Wie wettbewerbst du dich jetzt mit Imperien, die kolonialisieren und extreme Gewalt anwenden? Wie passen sie ihre Richtlinien an? Also ist die Politik okay, wir können dies aus dem Westen übernehmen. Aber was machen wir damit? Können wir es islamisieren?
Welche Art von Bildung können wir den jungen muslimischen Gemeinschaften oder Gesellschaften geben? Abdulhamids Hauptidee war, dem Osmanischen Reich Grundbildung zu vermitteln und auf Moral zu bestehen, das mit dem Westen konkurrenzieren kann, aber gleichzeitig, dass unser islamisches Bildungssystem nicht angegriffen werden kann. Ethik und Moral. Stelle sicher, dass alle muslimischen Schüler eine gute Moral und Werte haben. Treue dem Islam, treue dem Sultan, treue zu deinem Lehrer und dann treue zu deinen Eltern. Und wir können im 19. Jahrhundert sehen, dass es dem Osmanen wichtig war. So war Abdulhamids Idee der Bildung. Die Hijaz-Eisenbahn ist das Projekt, an das Abdulhamid glaubt. Das ist das Projekt für die Pilger, die eine Bahn haben sollen, die in Istanbul beginnt und bis zum ganzen Weg nach Mekka und Medina geht und sich eigentlich bis Sana'a, Jemen, erstreckt. Und die Idee dieser Bahn war fundamental für die Pilger. Das ist die Idee. Also unterscheidet es sich sehr von dem, was die Britischen in Indien mit ihren Zügen machen. Die Osmanen bauten Infrastrukturen, um Pilgern zu ermöglichen, sich auf- und abzubewegen, weil Züge, Dampfmaschinen, Telegramme und Zeitungen neue Formen der Technologie waren, das den Zugang zur Information viel schneller ermöglicht. Abdulhamid konnte leider nie die Hijaz-Bahn abfahren sehen, weil die Revolution passierte. Aber es ist ein Projekt, in das er stark investiert hat. Die Deutschen haben es getan, weil sie die Technologie und die Maschinen hatten und den Bahnhof bauten. Und sie haben bereits in anderen Teilen der osmanischen Domäne ausgebildet und gebaut. Sie hatten eine Eisenbahn bis Bagdad und sie bauten eine Eisenbahn, die in den Balkan geht. Also ist dies nicht der einzige Zugservice, den sie, die Türken, angeboten haben. Sie war fundamental für die Pilger. Und im Ersten Weltkrieg wird es verwendet, um die Soldaten bewegen zu können, von oben nach unten. Also erkennt Lawrence aus Arabien das und er sprengt den Bahnhof, um sicherzustellen, dass es nicht geschieht. Schade. Denn jetzt stellt man sich die Möglichkeit vor, wieder eine Eisenbahn von Istanbul in die arabische Welt zu haben. Und er arbeitete und arbeitete, um den Geist des Islam wiederzuerwecken. Er schickte den Muslimen in Afrika, in Indien, in Indonesien Hilfe, überall, um sie aufzuwecken und den Körper der Muslime zusammenzubringen. Er begann sogar, den Islam in Japan zu verbreiten. The Emperor Meiji sent a letter to Sultan Abdulhamid Khan saying, I'm asking you to send us scholars to teach us Islam, which can build a moral relationship between you and us. He was sending help to the Christians where their own kings and their own queens were forsaking them. He built the Hijazi railway to connect the whole Muslim world to Mecca and Medina. He reduced the debts of the empire by more than 90%. He kept Quds Sharif in the hands of the Muslims. He was the Khalifa in maybe the hardest times that the Ummah had ever seen. He was writing poems asking for help from Allah, saying, My Allah, I know you are the Aziz. There is no Aziz but you. You are the one, nothing else. My Allah, take my hand in these hard times. My Allah, be my helper in this dangerous hour. He was a man that when the people of the East and the West saw him, their heads bowed down in respect. He inspired fear in the enemies of Islam with his haybat. In France, they wrote a play to insult the Holy Prophet ﷺ. When this was informed to Sultan Abdulhamid Khan, he told the French, If you put on this play, I will declare war on you. From the seat of the Khilafat on behalf of the entire Alam al-Islam. The Prime Minister of France himself stepped in and stopped the play from being performed. Verses waren wirklich interessant, denn eines der Dinge, die ihr in der osmanischen Zeit seht, war etwas, das wir Kleidungsreform nennen. Im osmanischen Kontext war Uniform im 19. Jahrhundert weltweit ein Identitätsmarker. Als die türkische Republik gegründet wurde und die Menschen
den Ulama ihre Hüte abnahmen, wurde es wirklich problematisch, weil einer der Ulama sagte, sie ziehen zuerst unsere Kleidung aus, dann ziehen sie aus, was in unseren Köpfen ist. Ihr könnt in diesem Zeitraum kein einziges Foto sehen, auf dem ein Mann ohne Hut ist. Jeder Einzelne hatte eine Kopfbedeckung. Es war auch kontrovers, als sie versucht haben, den Turban zu Fes zu ändern. Aber sie haben es gerechtfertigt, indem sie sagten, das kommt aus Marokko. Also nennen sie Marokko in der Türkei Fes. Und weil es von dort kommt, haben sie gesagt, wir können damit umgehen, das ist islamisch. Aber im Ersten Weltkrieg war der Fes sehr problematisch, weil die westlichen Soldaten diese roten Hüte sahen und sie einfach abschießen könnten. Ihr könnt sehen, wie es auch in diesem Sinne funktioniert und wirkt. Also gibt es einen Vorteil und einen Nachteil für alles. In diesem Zeitraum sind die Muslime eigentlich sorgfältig über die Frauenkleidung. Und es war ein Stück von Mehmet Akif Ersoy, der die türkische Nationalhymne schrieb. Und er spricht über die islamische Zivilisation, Medaniya. Und dieser zufällige Absatz kommt über Frauenkleidung. Und sie beschwerten sich, dass die Frauen eigentlich ihre Handgelenke zeigten. Und deshalb waren sie verärgert. In diesem Zusammenhang fühlten sie, dass Frauen in ihrer Kleidungswahl immer auffälliger werden. وكان يقاوم التفسخ الغربي الوارد إلى بلاده حتى أنه عندما بدأ يلاحظ وهو سلطان بدأ يلاحظ أن بعض النساء تخلينا عن اللباس العثماني وصرنا يلبسنا اللباس الأوروبي تخلينا عن اللبس العثماني الجميل والغط التي تغطي فيه المرأة وجهها ليشمك هذا المشهور العثماني فأصدر مرسوما إلى الحكومة ليعلقوه في الشوارع وينشروه في الصحف أنه ليس لامرأة أن تسير في الطريق بدون أن تغطي وجهها بالنقاب العثماني المعروف وعلى النقاب ألا يكون شفافا يبرز الوجه بل عليه أن على المرأة أن تلبس نقابا يخفي محاسن وجهها ويكون كما هو الحال في اللباس العثماني المشهور وجعله أمرا إلى الحكومة وإلى الشرطة. Als Fotografien zu dieser Zeit in die muslimische Welt kamen, schafften diese für sie, was sie Erinnerungen nennen würden. Fotos sind sehr machtvoll. Es war wirklich faszinierend, wie in den osmanischen Domänen Fotografien verwendet wurden, um die Erinnerung zu konstruieren. So sieht Quds Palästina aus. So sieht Bagdad aus. So sieht Indien aus. Abdulhamid war sehr in die Art und Weise interessiert, wie er Fotografien verwendete. Er entfernte Fotografien von sich aus allen öffentlichen Räumen. Er wollte nicht, dass Menschen ihn anbeten. Was er tat, war, dass er dieses aufgestellt hat. Und dieses Symbol wurde viel mächtiger als ein Foto selbst. Es ist eine sehr einzigartige Art, eine Fantasie für Menschen zu schaffen. Die Menschen haben dich nie gesehen, aber sie sahen deine Unterschrift, Tura, in einer Wand. Du gehst eine Straße in Damaskus hinunter, dort ist ein Brunnen, du siehst den kaiserlichen Stempel. Und so hattest du eine Vorstellung vom Sultan, ohne ihn gesehen zu haben. Es ist sehr einzigartig, was er tat. Er versuchte, die Symbole zu kontrollieren, die ihn darstellen. Eines der einzigartigen Dinge an Abdulhamid ist, dass er Symbolik verstanden hat. In der Türkei haben sie eine Redewendung. Sie sagen, Devlet çalışıyor. Das bedeutet, der Staat arbeitet. Es funktioniert, weil man immer sehen kann, dass etwas gebaut wird. Also kannst du den Sultan nicht sehen, aber du wirst sehen können, dass ein Krankenhaus gebaut wurde. Ja, der Staat funktioniert. Hier ist eine Moschee. Ja, sie arbeiten. Das ist uns ausreichend und Abdulhamid war gut darin. There were those who were sitting next to him. And they were pretending to be his advisors, but they were against him. And they were plotting against him. But he had the intelligence of a believer and he was looking with the nur of Allah and he saw through their plots. 1909 haben wir eine Revolution. Als die Revolution passierte, sagten viele Leute, dass sie von der französischen Revolution inspiriert wurde. Und so geschieht erneut die Verwestlichung. Diese Leute, die Jungtürken, waren Studenten dieser Zivilschulen. Aber genau die Leute, die Abdulhamid erzog, sind die Leute, die eine Revolution gegen ihn begangen. Warum? Es war nicht, dass Abdulhamid ein schlechter Sultan war. Abdulhamid war 33 Jahre an der Macht. Die Menschen waren erschöpft. Dies ist eine junge Generation. Sie sehen,
dass Abdülhamid die osmanischen Domänen wirklich gut bewahrt hat. Es ging nichts darüber hinaus. Nichts hat sich mehr bewegt. Mustafa Sabri sagte etwas sehr Einzigartiges. Er sagte, als die Revolution 1908 geschah, sagte er, eine Revolution ist das, was aus den Menschen geschieht. Als die Revolution in der Türkischen Republik geschah, sagte er, man kann das nicht eine Revolution nennen, denn das ist vom Staat aus geschehen. Und als Revolutionen passierten, war dieses sehr einzigartig, weil sie das Wort Inkilab verwendeten. Als die Leute das hörten, sagten sie jetzt, was bedeutet Inkilab? Inkilab war ein Wort, das von Osmanen selbst erfunden wurde. Vorher war es nicht oft in der arabischen Literatur verbreitet. Das Wort, welches sie benutzen, war Talawa. Was hier einzigartig ist, was ihr in der osmanischen Zeit seht, ist, dass Revolutionen die extreme Form der Verhandlung mit der Regierung selbst sind. Es gibt Menschen, die nicht gehört werden. Deshalb gehen sie auf die Straße. Und die Ulama haben es gerechtfertigt und sie haben es gegen den Kalifen gerechtfertigt. Mustafa Sabri war einer von ihnen. Es ist interessant, weil sie Angst haben, Abdülhamid die Fatwa zu geben. Deshalb gehen die Muslime nicht auf Abdülhamid zu. Es sind ein paar Nicht-Muslime, die aufatmen und sagen, du bist draußen. Und Abdülhamid sagte, was redet ihr? Sie sagten, hier ist die Fatwa, Zeit für sie zu gehen. Abdülhamid kapituliert. Er hat keine Gewalt an ihnen angewendet. Er hat keine Aggressionen an sie gewendet. Er sagte, nun gut. He checked and he said, how many people? What's the percentage that is uprising? So Sultan Abdulhamid Khan looked and he checked. He checked those nations that were under his ruling and he saw that they were uprising. Against what? They said, we want to be free. He saw that these are the nations, this is how much percentage there are in each nation uprising. And Sultan Abdulhamid Khan sat, he sat and he waited. He said to his people, don't do anything. The general said to him, O Sultan, we have a big power, we have a big army, we can crush them down. He said, no, all these soldiers who are with me, if one dies in this way, then I will be very sorry in the judgment day. They didn't use the army. He let them uprise. They took him, they sent him to exile. If he had wanted, he could have captured those people coming to him, but he knew. So he didn't object. He said, okay, if people don't want me, I leave. I leave it to the people. They captured Sultan Abdulhamid, who was such a sultan that he is a symbol of justice. They made him get on a train in Istanbul. They took him to Salonika to insult him. When he got off the train, the cursed ones there came and called him Corporal Hamid. The sultan took out his handkerchief and he ripped it apart and said, may Allah make you like this. Dies ist ein interessantes Bild, denn dies war das Bild, das zeigt, dass dies die Delegation war, die versuchten, Abdülhamid von seiner Macht zu entfernen. Eigentlich ist dieses Bild eine Fälschung. Zu sehen ist Abdülhamid mit seinen Händen in den Taschen. Abdülhamid legte seine Hände niemals in die Taschen. Also diese Bilder, diese Fotos, diese Gemälde waren konstruierte Ideen in den Köpfen der Menschen, wie wir den Sultan vertrieben haben. Es gibt genügend Informationen und Hinweise, dass Abdülhamid in Sorge war, dass er getötet werde. Denn die Probleme, welche sie hatten, war das, wenn ein Sultan noch bestehen bliebe, so gäbe es eine Armee, welche ihn unterstützen würde, die zurückkommen könnte, um Rache zu nehmen. Aber hier wurde Abdülhamid nicht getötet. Sie schickten ihn stattdessen nach Salonika, raus aus Istanbul, damit er keine Armee sammeln könnte. Um das zu beginnen, was sie eine Gegenrevolution nennen würden. Und Abdülhamid war richtig in Sorge über den Ersten Weltkrieg, als sie ihn befragten, wie könnten wir es schaffen, aus dem Ersten Weltkrieg herauszukommen. Er sagte, erstens, wir hätten nie in den Ersten Weltkrieg involviert werden sollen. Aber er sagte, wenn wir jedoch in den Ersten Weltkrieg ziehen müssten, hätte man auf der Seite der Briten bleiben sollen. Die Briten verlieren nie. Als er verstarb, war es wirklich faszinierend. Die Menschen, die sich ihm und seiner Macht gegenübergestellt haben, fühlten sich so schuldig, dass sie Teil des Umzugs waren und einige von ihnen haben sogar seinen Sarg gehalten. يقول أنور باشا وهو أحد كبار القواد العثمانيين يقول لجمال باشا السفاح المشهور في دمشق لقد كنا أغبياء يا جمال
حينما قمنا بالثورة على السلطان لقد كنا ألعوبة في أيدي الصهيونية العالمية. هذا اعتراف ضخم من أنور باشا لجمال باشا. والسلطان عبد الحميد في الحقيقة مدحه أناس كثيرون جدا من ساسة أوروبا، مثال السياسي الألماني الداهية بسمارك، ومثال رئيس الوزراء البريطاني المشهور ذي الأصل اليهودي الإسرائيلي، ومثال عدد كبير جدا من المؤرخين والساسة الغربيين والشرقيين على السواء، وعدد كبير من العرب ومن العثمانيين مدحوه مدحا بالغا، خاصة عندما تبينت لهم الحقائق بعد ذلك. أن هنالك رجلا اسمه رضا توفيق كان شاعرا وكان اتحاديا كما سيأتي تفسير اتحادية، وكان ماسونيا من كبار الماسونيين، وهو ممن سعى طويلا في عزل سلطان عبد الحميد. هذا رضا توفيق كان شاعرا. لما توفي عبد الحميد ماذا قال بعد أن وجد ما وجد من انهزام الدولة وتفتيتها وتقطيع أوصالها؟ قال: عندما يذكرك التاريخ يا أيها السلطان يكون الحق دائما ومعا دائما في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم. Neredesin şevketli Sultan Abdülhamid Han? Feryadın varır mı badigahıma? Ölüm uykusundan bilahsa uyan, şundan kör milletin bak günahıma. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz deli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sadece deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına.